Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Black Flag. Wir haben in der letzten Folge versucht... Cool, die schießen ja sogar auf die feindlichen Schiffe, das ist ja sehr geil. Wir haben in der letzten Folge einfach nur versucht, eine Fregatte einzunehmen. Aufgrund von keine Ahnung was haben wir es leider nicht geschafft. Das lag aber irgendwie... daran, dass ich nicht, also ich weiß nicht, ich bin auf einmal vom Mast runtergefallen, als ich die Flagge kaputt machen wollte. Egal, aber wir haben dann auch hier dieses schicke Fort, was wir gerade verlassen, mit eingenommen. Und jetzt will ich mal ganz kurz da den Hammerhai oder Bullenhai oder was das war, fangen gehen. Weil ich glaube, wir brauchten eh Bullenhai-Haut oder so. So, wir sind schon fast da, das heißt, ich kann ein bisschen langsamer machen. Und, ja, Harpunierziel ansehen, genau das habe ich vor. Noch ein bisschen langsamer, damit bin ich gleich über das Ziel hinausschießen. Und jetzt fangen wir mal an. Also, merke, beim Harpunieren muss man immer sein Oberteil ausziehen. Und ich bin immer noch der Meinung, Jack Steller sieht genauso aus wie... So, das war gar nicht so schwer, der erste Treffer. Treffer! Ist getroffen! Okay, einen Treffer brauchen wir noch. Das war dieses Mal sehr, sehr einfach. Das ging sehr schnell, aber Bullenhaie sind, glaube ich, auch nicht so schwer. Interessant wird dann später tatsächlich mal der große Weiße oder sowas. Ein echtes Monster. Ja, das ist die Rache für Stranded Deep. Was haben wir denn da hinten? Hallo, Fregatte? Nee, ach, ist nur, schade, ist wieder nur eine Brick. Warum sind denn hier jetzt nur noch Bricks? Brickse. Herstellung verfügbar. Was? Berserker Pfeil 2. Ah, doch. Nee, ich war zu langsam. Ich hätte schneller drücken müssen. Naja, was haben wir da? Cape Buena Vista. Da ist aber irgendwie nichts. Truhe. Ja, hier ist halt lauter Krams, aber der bringt uns Schnellreise. Hier ist noch... Das ist ein Lagerhaus, oder? Aber naja, okay. Ich glaube... Was ist denn SI? Isla de Sacrifice. Ach so, warum ist denn das so? Das ist so sechseckig. Naja, okay. Unentdeckter Ort. Ich war hier noch gar nicht hier unten. Das glaube ich gerade auch nicht, dass wir nur hier oben unterwegs waren. Naja, okay, aber möglich ist das. So, ich werde jetzt nach Contoyor fahren. Und ich weiß, wir müssen das jetzt gleich nochmal machen. Aber das liegt halt direkt auf dem Weg. Und also wir müssen gleich nochmal ein Fort einnehmen. Eben weil das direkt auf dem Weg liegt. Und das will ich nicht, will ich mir quasi nicht entgehen lassen, weil dann müsste ich ja hinterher wieder zurückfahren, um das zu machen. Und ich habe gemerkt, man muss halt doch einige dieser, ich nenne sie mal Sammelaufgaben, töte 20 Wumpratten, man muss die halt hier leider auch machen, weil, naja, ihr habt es gesehen, überall brauchen wir Freischaltungen, finde ich ein bisschen schade. Das war bei Unity, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Aber generell, ich halte halt, ich... Also, ja, doch, können wir ja, kann ich ein bisschen drüber reden. Sehe ich nicht, was das ist, oder? Nee. Ich mag die Story von Assassin's Creed. Ich mag auch die Story von vielen anderen Ubisoft-Spielen. Das sage ich ganz ehrlich. Ort ansehen. Ah, okay, naja. So, was haben wir denn hier? Ach, ist auch nur eine Brick. Vor dir habe ich keine Angst, du Prick. Ich mag die Story von vielen Ubisoft-Spielen, was ich leider nicht mag. Und das... das sage ich ganz ehrlich, ist das, was Ubisoft mit den Missionen macht. Weil egal, was ihr euch anguckt, schaut euch Far Cry an, also die neueren Versionen, schaut euch Assassin's Creed an. Alter, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Shit.
egal was ihr euch quasi anschaut von Ubisoft, man hat überall das immer das Gleiche. Dass man elendig viel von diesen Fahr dahin, sammelt 20 davon. Also auch bei Far Cry, was habe ich denn noch gespielt von Ubisoft? Also nicht im Let's Play, sondern privat. Watch Dogs. Die Stories sind eigentlich immer echt cool gemacht, aber die Umsetzung, finde ich, da scheitert es halt einfach extremst. Weil ganz ehrlich, wenn ich überall immer das Gleiche mache, wie genau so mit den Pelzen sammeln, ja? Genau das Gleiche habe ich in Far Cry auch. Ich muss mal hier gerade... So, genau das Gleiche habe ich in Far Cry auch gemacht, ja? Da bin ich irgendwo durch die... Also Far Cry 3. Da bin ich irgendwo durch die Wildnis getingelt und habe halt irgendwelche Tiere getötet, um deren Pelze einzusammeln, um mir bessere Ausrüstung zu bauen. Und da muss ich halt sagen, nee, sorry Leute, das hättet ihr auch... Da hättet auch mal andere coole Sachen einbauen können. Dieser Tornado da, der... Oder... Ist das ein Tornado? Ich glaube ja. Ich glaube, jetzt sind wir gerade zu weit weg, jo. Bereit zum Feuern, Captain! Ein Schott hat's völlig zerlegt! Sektion ist verloren! Bisschen langsamer machen hier. Hallo? Ich würde... Ich habe keine... Alter, was? Oh Gott, das wird... Das gibt hier noch Spaß. Warum... Ist hier irgendwo der Tornado? Alter, 2! Ey! Ist doch jetzt nicht wahr, oder? Alter Schwede! Leute! So, aber Gott sei Dank, wir haben wenigstens mittlerweile recht starke Kanonen. Wie soll ich denn da oben rankommen? Leute! Da oben, das ist mein Problem. Ah nee, so geht's irgendwie. So, ein Teil haben wir noch. Boah, das ist richtig hart hier gerade mit dem Tornado dazu. Moment, nee, ich glaube, das war so. Da müssen wir eher hin, oder? Geschafft, alter Schwede, das war jetzt aber hart. Das war richtig hart, muss ich sagen. Das Vorinfiltrieren. Ist jetzt wenigstens der Tornado weg. Wo müssen wir infiltrieren? Wo müssen wir rein? Warum ist denn das Wasser hier noch rot? Die können doch gar nicht mehr schießen, oder? Ah, da geht's rein. Okay, so, das Vorinfiltrieren. Jetzt müssen wir wahrscheinlich dann wieder... Irgendwen töten. Ist auch schade. Warum ist das immer das Gleiche? Also. So. Ja. Also meine Kritik an Ubisoft-Spielen. Leute, ihr macht eine geile Story, aber die... Huch. Aber die Art, dass es halt alles das Gleiche ist, das finde ich extrem schade, weil man könnte das... Auch einen Shooter kann man doch deutlich angenehmer bauen. So. Okay, wo kommen wir hier rein? Jetzt fängt wieder das große Rätselraten an. Ich glaube hier. So, Warnung, Sperrgebiet. Ist auch geil. Ich muss erstmal den Weg in das Fort finden, aber... Alter. Oh, okay. Kann ich den... So, einen haben wir. Das machen wir jetzt nämlich auf die feige Variante. Alter, so, warum hat er auf einmal...
glaube ich ja nicht. Warum hat er auf einmal die... Ich habe doch gar nichts gemacht. Nö, ja, den kriege ich so nicht. Ja, vielleicht so irgendwie. Nee, der ist... Jetzt rennt der weg, Alter. Bleib doch mal hier. Ich will doch nur mit dir reden. Warum sage ich eigentlich die ganze Zeit Alter? Alter. Aber, schöne Kombo, muss ich sagen. Fand ich jetzt gerade cool. So, und jetzt noch den letzten. Kugeln voll, Berserkerpfeile voll. Das heißt, wir müssen jetzt einmal wieder hier um das Ding rumlaufen. Ist auch noch irgendwo eine Truhe. Ich sehe sie schon. Ich höre sie. Ich habe sie, oder ich habe sie gehört. Okay, der konnte sich gar nicht wehren, habt ihr das gemerkt? Sehr schön, also gut, war halt ein Kopfschuss, aber auch ein sehr schöner Konter, fand ich gerade. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Kriegsraum erreichen und der ist direkt hinter uns. Das finde ich gut. Guten Tag, Herr Kommandant. Tja, das ist jetzt auch unseres. So. Nächstes Fort ist übernommen. Die spanische Flagge runter, unsere Flagge rauf. Müsste es nicht eigentlich eine Piratenflagge sein? Sind wir nicht eigentlich ein Pirat? Naja, egal. Wir haben das Fort übernommen. Ich könnte hier halt noch... Hallo? Ja. Was haben wir hier? Schwertwahl. Wollen wir das nochmal machen? Ist halt direkt gerade in der Nähe, ne? Ja, wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir gerade mal. Ja, wir haben auch noch so viele Marineaufträge und schlag mich tot. Warum müsst ihr das immer so künstlich alles... Hallo, lass mich mal durch, Adewale. Warum muss Ubisoft immer alles so künstlich aufblähen? Das finde ich so schade. Die Spiele sind so geil. Weil ich meine, seid doch mal ganz ehrlich. Faktisch haben wir hier eine Spielzeit von... Wie lange wird das dauern, die... Also, ich bin jetzt im Let's Play hier bei was? Folge 56 oder 7? Das ist Folge 57, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe. Und wir hätten, ich glaube, bisher in 10 Folgen die Story abhandeln können. Und... Ja, keine Ahnung. Ich meine, Bioshock Infinite, gutes Beispiel. Super coole Story. Ich liebe dieses Spiel immer noch. Und da ist halt auch nicht künstlich aufgebläht. Das kriegst du halt in, ja, 16 Stunden oder sowas, kriegst das durchgespielt. Vielleicht auch, wenn man es öfters gespielt hat, halt schneller. Ist ja auch vollkommen okay. Ist doch überhaupt nichts Schlimmes dran. 16 Stunden sind für mich, für ein Spiel, super. Ich brauch nicht mehr. Also, bei einem Spiel mit Story. Weil das Schlimme ist halt, irgendwann fängt man... Er ist da drüben! Festhalten! Uiuiuiui, ein Schwertwahl. Ich dachte gerade, das wären... Oh, der braucht aber einiges an Harpunen. Ja! Oh, 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 oh. Das Seil ist gerissen! Geduld, Geduld! Oh Gott. Der kommt jetzt hier gleich wieder irgendwo rausgeschossen. Dann wird unser... Bindet es fest! So. Es geht los! Hab dich! Hab ich noch genug? Ja, ich hab auf jeden Fall noch genug Harpunen. Ah, ja! Er ist weg! Ah, kriegt... Leute, baut doch mal... Könnt ihr nicht einmal vernünftige Seile hier im Boot an... mit ins Boot nehmen? Mann. Dass das Zeug immer reißt. Er nähert sich! An Backbaum, ihn an der Leine, Sir! So. Ich glaube, viel brauchen wir jetzt nicht mehr. Das schmeckt ihm nicht, ne? Einen noch oder so. Wunderbar. Auch wenn ich es echt schade finde, Wale sind so schöne Tiere eigentlich. Aber naja, ist halt Bestandteil des Spiels. Also spiele ich's. Boah, wie der blutet, alter Schwede. Feine Ausbeute, Sir. Ja, ich weiß. Danke, Sir. Okay, da ist jetzt unser Fort. Hier drüben ist eigentlich noch eine Stadt, aber ich will... Ey, Leute, ich muss jetzt mal wieder Story spielen.
führt kein Weg dran vorbei. Doch, das Einzige, was dran vorbeiführt, ist das Vor in der in dem nächsten, ich nenne es mal Quadranten. So, weil Castillo de Jaguar. Aber wobei, hier ist noch Stadt, ne? Vielleicht sollten wir mal kurz dahin fahren. Einfach mal gucken, was es da gibt. Und dann muss ich echt, wobei ich überlege gerade mal gucken, ich muss ja, um meine Flotte wieder aufzurüsten, weil, wie gesagt, da fehlt mir ja momentan ein Schiff oder sogar zwei, ich glaube, mir sind sogar zwei kaputt gegangen, müsste ich halt mal, da ist immer noch der rote Kreis im Wasser, müsste ich halt mal irgendwie zwei Fregatten oder sowas erobern. Vielleicht mache ich das auch einfach mal außerhalb des Let's Plays. Einfach, weil, wie gesagt, ich finde es halt schade, wenn wir immer wieder das Gleiche machen. Momentan würde ich sogar schon dazu übergehen, einfach mal so ein paar Sachen außerhalb zu machen, um... Ja, ich weiß halt nicht, wollt ihr das sehen? Schreibt es mir doch mal einfach mal in die Kommentare. Wollt ihr sehen, wie ich alles mache? Oder soll ich vielleicht einfach... Also, das mit der Flotte werde ich außerhalb des Let's Plays machen. Aber schreibt mir doch einfach mal, ob ihr... ob das für euch okay ist, wenn ich einfach mal ein paar Sachen... außerhalb mache, ja, also Schiffe erobern und so ein Kram. Das ist ja eine coole Insel, also das ist ja echt cool hier. Ich will mir das auf jeden Fall mal angucken, wo wir hier sind. Ich habe keine. So, ich habe nämlich keine Ahnung. Aber wir müssen vielleicht eh mal gucken. Arroyos, okay. Ja, dann gehen wir halt mal ein bisschen auf Landgang wieder. Finde ich auch mal wichtig. Also nicht immer nur... nicht immer nur, weißt, was ich meine, oder? Nicht immer nur auf dem Schiff. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Mal gucken, was der gute Herr uns denn verkaufen möchte. Jackdaw Upgrades... Aussehen, Munition. Müssen wir auf jeden Fall auffüllen. Auf jeden Fall die Mörsergeschosse. Und ich muss auf neue Feuerfässer kaufen. Ach nee, die sind ja unabhängig. Okay, das brauchen wir eigentlich nicht. Achso, Jackdaw Upgrades. Da wollte ich noch... Nee, da wollte ich gar nicht gucken. Ich wollte... Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte noch mir ein Schwert oder so vielleicht mal kaufen. Wir sind jetzt hier auf der Insel. Da ist die Jackdaw. Da erstmal den Aussichtspunkt synchronisieren. Und dann den Assassinenauftrag. Wo geht es zum Aussichtspunkt? Alter, der ist da oben. Wie? Ah ne, da. Ach, der ist gar nicht. Ich dachte gerade, wie soll ich denn da hochkommen? Der ist ja gar nicht so weit weg. Der ist halt im Wasser, aber. Was? Nee. Kriege ich auch alleine hin, Junge. Brauchst du gar nicht hier anfangen. Gibt es Hilfe? Also, jetzt bräuchten wir Hilfe. Wir sind der Überpirat. Jack Stellar. Edward Kenway. So, wie geht's denn hier weiter? So. Ich muss hier irgendwie rum. Zieh dich mal da hoch, Junge. Okay, gleich sind wir oben. Jetzt muss ich nur mal zwischendurch gucken, wo wir ungefähr sind. Aber ich glaube, wir müssen noch weiter hoch. Oh, ja, das ist wie... Oh. Na, 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 na. Na, 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 na. Was macht ihr denn da? So, geht doch. Also. Warum ist der jetzt da hochgeklettert? Naja, egal. Wir baden unsere Füße in Taubenschiss und oder Möwenschiss. Ach ja, herrlich. Aber da wäre ich jetzt auch gerne. Muss ich ganz ehrlich sagen, hier wäre ich jetzt echt gerade gerne. Wo ist denn hier? Okay, es geht ins Wasser. Aber egal, da sind wir direkt bei der Kiste. Dann kann ich die noch schnell holen. Oh, hier wäre ich jetzt echt gerne. Oh, wie schön. Naja, okay, also wenn die mal ihre Flaschen und so aus dem Wasser räumen würden. Aber es sieht schon geil aus. So blaues, türkisfarbenes Wasser. Oh.
So, 5 Truhen haben wir hier auf der Insel. Ich gucke noch mal ganz kurz auf die Karte. Da hinten noch eine, da noch eine, da noch eine. Hier ist noch ein Assassinenauftrag, der Hafenmeister, der Gemischtwarenladen. Da wollte ich eigentlich die ganze Zeit hin. Und das werden wir jetzt auch einfach in dieser Folge noch machen. Ach, da steht er. So. Ja, ich stelle mich einfach mal auf seinen Tresen. Schwertsets. So, ich möchte etwas Besseres und am besten in allen Belangen besser. Französische Duellschwerter. 434. Ist aber so vom Geld her auch das Maximum, glaube ich, was wir uns leisten können. 333 bei Issus Keilerei. Ne, wir nehmen die französischen Duellschwerter. Ja. Und wir sind pleite. Ich glaube, hier gibt es auch mehr, oder? Hier gibt es noch 3, 3, 1, 1, 5. Ja, nee, okay, also Kanonenlaufpistolen, hier gibt es tatsächlich nicht mehr. Monturen, das sind, glaube ich, Kunstgegenstände. Ich weiß nicht, warum ich die kaufen soll. Fracht verkaufen. Zucker können wir nochmal vertickern, den brauchen wir nicht. Rum können wir auch, wobei da haben wir eh nicht so viel. Stoff, Holz, Metall behalten wir. Das brauchen wir ja auf jeden Fall, um die Jackdaw abzugraden. Und so würde ich sagen, verbleibe ich für heute. Hallo, hübsche Lady. Hallo. Ich verbleibe dann mal so. Wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge von Assassin's Creed Black Flag. Hey, Lady. Hey, hey. Bleib mal stehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Assassin's Creed Black Flag. Und ich wünsche euch bis dahin viel Spaß und ciao.